Halli, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Anstoß 3. Ja, ich habe Ihnen in der letzten Folge ausführlich dargelegt, warum ich mich für eine schnelle Rückkehr in den Profifußball entschieden habe und warum ich jetzt auch bei Kickers Offenbach bin. Wenn ich ein bisschen gewartet hätte, hätte ich sicher auch Angebote aus der zweiten Liga bekommen. Ja, was heißt sicher? Aber wahrscheinlich schon. Aber ich möchte jetzt erstmal die schon oft besungene Ruhe haben. Wir sind mit einem 0:0 gestartet. Ich habe mich mal ein bisschen hier im Kader umgeschaut und habe gesehen, der Herr Nissen ist Allrounder, was uns bei dem dünnen Kader durchaus hilft. Der Herr Valdivia ist ein riesiges Talent, allerdings auch schon 27 Jahre alt. Mehrere Spieler, die schussstark sind, Strieder, Mühling, Eichler, einige, die gut flanken können. Jo, und wir brauchen dennoch ein RM oder ein LM. Möglichst. Ich habe auch mal bei den anderen Vereinen geguckt. Bei Bochum sind tatsächlich fast alle noch im Kader. Das im Amateurfußball. Also die streben wohl ein schnelles Comeback an. Und hier Brancolini. Ich muss zugeben, ich hatte vergessen, dass ich musste recherchieren, ob ich mit ihm zusammengespielt habe. Aber ja, habe ich natürlich gemacht. 21 Jahre. Ist das nicht der, den ich als Schlagersänger bezeichnet habe? Rechtes Mittelfeld. Ich suche aber einen Beidfuß und da haben wir doch direkt einen. Nathan Aguirre, aber mal wieder einen schwer auszusprechenden Name. Aguirre, ich sage einfach mal Aguirre. Beidfüßig, großes Talent, allerdings auch über 700.000 Euro wert. Der würde uns schon an unsere finanziellen Grenzen stoßen lassen, obwohl wir über 3 Millionen aber ausgeben könnten. Ich möchte aber keinen Kredit aufnehmen. Zwei Jugendspieler, diesen Stempel werde ich auch weiterhin meinen Verein aufdrücken, dass ich viel in die Jugendarbeit investiere. Diese beiden jungen Herren, beide 15 Jahre, werden direkt abgeworben. Wir trainieren jetzt hier mal. Freistöße und Ecken sind perfekt. Dann trainieren wir mal ein bisschen Pressing in ein paar extra Schichten. Diallo wird besucht. Gier. Er meint, es wird schwierig mit einem Stammplatz. Wir gucken uns den noch einmal näher an. Ein Schlitzohr beidfüßig, kann auch ein DM. Keine Hobbys, keine Frau, keine Kinder. Hat schon mal bei uns gespielt. Oh. Hä? Er spielt erst seit Anfang der Saison bei Darmstadt. Er war... Gut, das wusste ich jetzt gar nicht. Die Leute hier im Ort, die gucken mich an, als wäre ich verrückt, als ich den Namen ins Gespräch gebracht habe. Nicht, weil der Spieler schlecht wäre, sondern weil sie meinen, hä? Sie wissen nicht, dass der Mann vor wenigen Monaten erst von uns gegangen ist. Und das klingt jetzt auch wieder falsch. Er ist nicht gestorben, aber er ist von Offenbach nach Darmstadt gegangen. In Hessen geblieben. Aber ich habe hier so getan, als wäre das eine Wahnsinnsidee, den zu verpflichten. Und dann meinen die, ja, der ist auch ein paar Wochen. Der war auch bis vor kurzem hier. Seine Bude ist, hat noch keinen neuen Nachmieter. Und dann lassen wir ihn doch da direkt wieder einziehen. Darmstadt. Shinzi Lords. Er verlangt auch deutlich weniger als Marktwert in der zweiten Liga. Ist er aber doch nicht angekommen oder hat er irgendwas Schweres verbrochen, dass er jetzt nach einem Vierteljahr wieder aussortiert wird? Wir wollen den Preis mal noch ein bisschen drücken. Oh, die sind froh, dass wir ihn für 480.000 Euro haben können. Das ist deutlich unter Marktwert. Hat die Sache einen Haken? Aber der kennt sich hier aus. Er kennt sich hier besser aus als ich. Das ist offensichtlich. Und damit ist unser Kader vorerst vollzählig, wenn man das so nennen kann. Mal kein aufgeblähter Kader. Wir müssen das nutzen, was wir an Spielermaterial da haben. Und ich wollte eigentlich einen Talentsucher losschicken, aber ich glaube, das könnten wir uns nicht leisten. So, die Gruppenphase ist vorbei in Gruppe 1. Leicester City und Juventus Turin weiter. Rosenborg geht in die Euroleague. Guimaraes geht in die, ist komplett ausgeschieden in Gruppe 2. Wer ist hier überhaupt Titelverteidiger? Ich habe es vergessen. AS Monaco und Galatasaray sind weiter. Inter Mailand geht in die Europa League. Norrköping ist ausgeschieden. Bayern München spielt 1-1 gegen Real Madrid, ist zusammen mit Liberec weiter. Real Madrid geht in die Euro League. Das ist auch ein Ausrufezeichen hier. Mariupol ist draußen in Gruppe 4. Roter Stern Belgrad und Zenit sind weiter. Genua geht in die Euro League und Osasuna ist draußen. Dann in Gruppe 5. Grozny und Frosinone sind weiter, Alexandria geht in die Euroleague, Leganés ist draußen. Gladbach, die waren noch sehr erfolgreich im letzten Jahr, gewinnen 3:2 in Bordeaux, sind trotzdem als Gruppenletzter aber ausgeguckt. Man gucke sich mal diese Gruppe an. Der Gruppensieger hat 8 Punkte und alle drei anderen haben 7 Punkte. Mit 7 Punkten komplett ausgeschieden. Das reicht noch nicht mal für die Euroleague, wegen einem Tor im Minus. Ansonsten beide Teams vor den Gladbachern
mit denselben Punkten und jeweils einem Tor mehr in der Bilanz. Unglaublich. Und auch Haifa scheitert an der Tordifferenz gegen Jablonec. Warum ist ein 5:5 mehr wert als ein 4:4? Ja, irgendwer hat das entschieden und das sorgt jetzt dafür, dass Haifa in der Euroleague spielt in der nächsten Runde, nicht mehr in der Champions League. Unglaubliche Gruppe hier. Unglaubliche Konstellation. Eintracht Frankfurt gewinnt 4:0 gegen West Bromwich, ist damit zusammen mit Rapid Wien weiter. Haugesund ist in der Euroleague und West Bromwich ist draußen. Schalke verliert 1:0 gegen Marseille, ist damit abgestiegen in die Europa League. Ferenc Farosi ist draußen und Marseille und Göteborg sind weiter. In der Euroleague, da haben wir Wolfsburg, die scheiden aus gegen Southampton. Dann jetzt die zweite Gruppenphase. In Gruppe 1 der Champions League Grozny, Galatasaray, Rapid Wien und Roter Stern Belgrad. In Gruppe 2 Frosinone Calcio, Girondins Bordeaux, Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille. Zwei französische Gegner für die Frankfurter. In Gruppe 3, ja, sind wir jetzt Rivalen von den Frankfurtern als Neuhessen? Hessisch werde ich auf keinen Fall sprechen. Leicester City, Jablonec, Bayern München und Zenit in Gruppe 3. In Gruppe 4 Juventus Turin, AS Monaco, Liberec und Göteborg in der Euroleague. Da sehen wir Schalke gegen Stettin aus Polen. Wie heißt der Mann? Jaja Drillaza. Ich nenne ihn einfach Jaja. Jaja, Kapselprellung am Knie. Das ist, glaube ich, ziemlich schlimm, oder? Agir bekommt die Nummer 13, also wie gesagt, viele Namen, bei denen ich mir nicht sicher bin. Fällt zum Glück doch nur eine Woche aus. Wir haben nur zwei Keeper, deswegen, wenn der Reule sich jetzt auch noch verletzt, haben wir ein Problem. Der Agir nimmt direkt einen Platz auf der Bank ein. Wir lassen erstmal alles so, wir spielen auswärts aber nur auf Konter. Sie sind den Augsburgern doch stärketechnisch unterlegen. Augsburg steht auf Platz 3. Gucken, ob wir hier die ersten Punkte, den ersten Dreier holen. Den ersten Punkt haben wir schon geholt, aber wir haben noch kein Tor gesehen hier bei den Kickers. Ja, Kickers war doch auch mal ein tolles tolle Fernsehsendung. Ich habe mir für diesen Gegner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja, ich habe lange über diese Taktik nachgedacht. Die Spieler haben die Ansprache verstanden, 2100 Zuschauer. Augsburg hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Mehmet Scholl tippt auf ein solides 1:5 auf uns. Das wollen wir doch auch holen. Ich muss selber an meiner Fitness noch ein bisschen arbeiten, bin aber erstmal auf der Bank jetzt, ja, wie eigentlich alle. Ja. Kragel gegen Dial, außer der verletzte Teuter. Kragel, überlegter Schuss, haarscharf, vorbei. Eckball für Augsburg von links. Maroni. Zuka verlängert. Nani verlängert nochmal. Fla nimmt den Ball aus der Luft. Reule lenkt den Ball mit dem Knie zur Ecke. Puh. Eckball von links. Maroni auf Nani. Zurück auf Maroni. Flache Hereingabe. Reule ist Herr seines Strafraums, begräbt den Ball unter sich. Der Ersatzkeeper zeigt sich hier souverän in den Anfangsminuten. Overberg haut den Ball ins Aus. Direkt Abnahme. Nani, der Ball ist drin. Das ist unser erstes Gegentor bei Kickers Offenbach. Aber wir legen direkt nach. Was heißt nach, wenn man noch kein Tor erzielt? Wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen weniger vorsichtig dann vielleicht werden. Aber erstmal die erste Halbzeit noch beobachten hier. Reule mit einer sicheren sicheren Zupang. Jetzt Eckball für uns von links. Eickler schlägt den Ball hart nach innen. Milquist steigt hoch, senkt, köpft den Ball halbherzig aufs Tor. Sicher gehalten von Villarreal. Maroni flankt. Nicht direkt mit einer Niederlage Unruhe reinbringen hier. Das letzte Spiel hätte man gewinnen sollen. Overberg flankt. Da kommt keiner dran. Soll ich wieder das Benny Hill-Theme abspielen hier? Oder summen? Overberg gegen Simmons, der grätscht und kann den Angriff abfangen. Gelb für Bernard wegen Schiedsrichterbeleidigung. Halbzeitstand 1:0. Ich lobe aber mal den Diallo. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Wir spielen jetzt auch nicht mehr vorsichtig oder auf Konter, wir spielen normal. Aggressiver. Ihr müsst viel aggressiver spielen. Ich bin so vorsichtig jetzt. Kann ich denen ja auch nicht vorwerfen, dass sie vorsichtig spielen. Ich würde sagen, ihr müsst aggressiver spielen. Aber jetzt bei dem Spielstand müssen wir es wirklich tun. Ich komme mal rein. Aggressiv für Mühling.
Ey, die Flanke ist mir verunglückt. Wir stellen mal auf kontrollierte Offensive. Und bringen hier mal direkt den neuen Agir für Diallo ins rechte Mittelfeld. Neue Gesichter hier. Fouquier kommt für Griesel. Drei neue Spieler eingewechselt. Wir müssen auf Offensive stellen. Ja, die offensive Ausrichtung hat dann dazu geführt, dass es noch zweimal bei uns geklingelt hat. Wir verlieren 3-0 in Augsburg. Ich bin fitnesstechnisch nicht auf der Höhe. Das wird auch gesehen, das wird auch kritisiert und hier ja auch dokumentiert. Wir zahlen 5.600 Euro Prämie. Zurückkehr der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4. Naja, und wir haben noch kein Tor erzielt. Das soll jetzt auch keine Serie werden. Die erste Niederlage im zweiten Spiel. Wir fallen deutlich von 9 auf 13. Eichstätt verliert 3-5 gegen Unterhaching. Wahnsinnsspiel dort. 1860 spielt 0-0 gegen Sandhausen. Augsburg gewinnt 3-0 gegen uns. Homburg verliert 0-2 gegen Mainz. Illertissen verliert 0-2 gegen Ingolstadt. Hoffenheim spielt 1-1 gegen Karlsruhe. Aachen gewinnt 2-1 gegen Groß-Asbach. Waldorf verliert 0-1 gegen Bayreuth. Grüße nach Bayreuth. Bayern 2 gewinnt 3-2 gegen Jena. Wir haben einen Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, wo aktuell die Löwen stehen. In der Hälfte des Tages niemand von uns. Ich sehe zum ersten Mal, glaube ich, im Leben das Logo von Bayreuth. So, Agir wechselt von Darmstadt zu uns. Schuster von Nürnberg nach Barry Town. Wolf von Berliner AK nach Nürnberg. Roschlaub von Cottbus nach Udinese Calcio. Wir spielen jetzt gegen Alemannia Aachen. Da soll dann der erste Dreier geholt werden. Unsere Frische ist enorm, das ist krass. Deswegen trainieren wir jetzt mal harte Konditionen, habe ich mir jetzt mal anders überlegt. Das war vielleicht in der Vergangenheit ein Fehler, dass wir nicht frisch genug waren. Jetzt eigentlich, unsere Kondition ist dafür aber noch ganz okay. Aber ein bisschen mehr sollten wir dann doch holen an Konditionen. So, wir haben in der Woche fast 500.000 Euro verloren. Wir sind jetzt auch im Minus, aber die Spieler brauchten wir. So. Sind Jaja mal noch besuchen. Hat mir erklärt, wie man seinen Namen ausspricht, aber ich nenne ihn weiterhin Jaja. Primera Division. Ole, wir spielen gegen Aachen vor 1.800 Zuschauern. Nicht mehr so viele Zuschauer schon. Der Keeper kann wieder spielen, der Jaja kommt auch zurück ins Tor. Jetzt müssen wir doch tatsächlich einen Feldspieler auf die Tribüne setzen. Ja, und solange meine Fitness so schlecht ist, gehe ich auf die Tribüne. Ja, auf der Bank sitze ich ja sowieso. So, wir spielen zu Hause nicht auf Konter, aber vorsichtig. Und sage, spare ich mir mal 122 Gästefans. Prinz Harry tippt 0-5 auf Aachen. Ich kann sie jetzt auf jeden Fall 90 Minuten hier zuquatschen, da ich nicht reinkommen werde. Nunes flankt. Der Ball landet auf dem anderen Flügel. Da ist der Mann wie Budulu. Schlägt einen Haken, flankt. Auch da kommt keiner ran. Carlos Nunes schlägt einen Haken, flankt und der Ball landet im Aus. Bezeichnet Benny Hill. So, wann werden wir das erste Tor unter meiner Regie erzielen? Gelbe Karte für Preso wegen Reklamierens. Und in der ersten Halbzeit jedenfalls nicht, aber wir haben auch keins kassiert. 1-0 das Chancenverhältnis, kein tolles Fußballspiel, das kennt man ja von meinen Partien. Ich lobe mal den Simmons, man merkt, dass er Spaß am Fußball hat. Mal ein bisschen rumnölen. Okay, das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Zumindest defensiv ja eigentlich. Also ich bin auch erst jetzt 2 Wochen da. Und der Ball ist drin. Milquist mit dem 1-0. Nach Vorlage von Griesel das erste Tor unter meiner Regie. Und Fabrizio Dajaku, aber souverän pariert von Jaja Randeljovic. Ja, diese etwas ironische Ansprache in der Halbzeit. Ja, sollte Ironie sein. Sollte natürlich Ironie sein. Aber solange es dazu führt, dass wir in Führung gehen. Wunderbärchen. Esdorf mit der Ecke für Aachen. Und Jaja packt sicher zu. 60. Minute. Ich bringe mal Valdivia für Parks. Dessen Namen ich einfach mal Englisch ausspreche. Fouquier kommt für Griesel. Wir sind immer noch vorsichtig. Eckball für Aachen von rechts. Esdorf drückt den Ball auf den Rasen, schlägt ihn mit Gefühl nach innen.
Ja. Drljača kommt raus, packt sich jetzt, habe ich ihn da nochmal beim Namen genannt. Vibudulu auf Randeljovic, auch einige exotische Namen hier bei Aachen. Zumindest nicht so leicht auszusprechen alles, aber davon haben wir auch im eigenen Kader so einige. Außer so solide Leute wie der Hack. Will nicht sagen, dass die anderen nicht solide seien, aber ja, das eine hat, die einen Namen haben deutlich mehr Buchstaben als die anderen. Ich bin ja auch eher mit einem schlichten Namen gesegnet. So, und jetzt aber ein bisschen konzentrieren hier. Glowacki gegen Diallo. Geht an ihm vorbei, stoppt den Ball. Nunes weiß nicht so recht, was er machen soll. Läuft in die Mitte, schlägt den Ball weit auf den linken Flügel. Kein Abseits. Dajaku flankt. Volley in den Strafraum. Kopfball wie Budulu. Platzfehler, Reflex von Jaja und Aigler. Kehrt. So eine pikanten Situation habe ich dann doch lieber seinen Spitznamen genutzt. So, ich bringe dann mal Strida für Aigler, der gerade nochmal wichtig geklärt hat. Und wird das der erste Sieg? Simmons gegen Vibudulu rennt ihn einfach über den Haufen. Schiedsrichter Florian Heft pfeift dies sofort ab. Und das ist der erste Dreier unter meiner Regie. Wir gewinnen 1-0 gegen Aachen. Wunderbar. 41.000 Euro eingenommen, 9.600 Prämie bezahlt. Der Schiedsrichter war der beste Mann. Ja, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 6. Lausig, wir klettern zurück in die erste Tabellenhälfte. Die 0 stand mal wieder. Sehr gut. Wir haben jetzt 17 Punkte auf der Habenseite. Folgende Ergebnisse am 13. Spieltag. Eichstätt verliert 0-3 gegen Augsburg. Mainz spielt 0-0 gegen 1860. Groß Asbach spielt 2-2 gegen Illertissen. Sandhausen gewinnt 2-1 gegen Waldorf. Ingolstadt gewinnt 2-0 gegen Bayern. Wir gewinnen 1-0 gegen Aachen. Bayreuth spielt 0-0 gegen Hoffenheim. Jena gewinnt 3-1 gegen Homburg. Und Unterhaching spielt 0-0 gegen Karlsruhe. Wir haben 17 Punkte, damit 3 Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. 9 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Nein, 7 Punkte. Stand jetzt würden Jena... Unterhaching würde Stand jetzt aufsteigen als Sechster. Pfeift die Saison ab, Herr Ahlenfelder. Ja, weil vier zweite Mannschaften in der Top 5 sind. Unglaublich. Dann sind wir doch gar nicht, sind wir nur 6 Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Das ist eine kuriose Situation hier. Nein, möchte jetzt nicht auf den Aufstieg schielen. Niemand in der Elf des Tages von uns. Wir haben den ersten Dreier geholt. Auch auf dem Fußballfeld. So. Sandra ist auch zufrieden. Daniel Remy wechselt von Stuttgart nach Sarpse. Davis von Mainz nach Hammarby. Tiefenbrunner von 1860 nach Cottbus. Nandes von Braunschweig nach Rom. Wir spielen gegen Illertissen. Die stehen auf Platz 17. 73% Vorstandsvertrauen. Wir trainieren einfach mal Viererkette. Alle Spieler sind fit. Wir haben in dieser Woche knapp 20.000 Euro eingenommen. Das mit der schwarzen Kasse lasse ich auch erstmal. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert in der Vergangenheit. So, zweite Gruppenphase der Champions League. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Bordeaux. Bayern spielt 0-0 gegen Jablonec. In der Euroleague Schalke gewinnt 2-4 gegen Stettin. Wir spielen in Illertissen. Auswärts. Gegen diese Mannschaft auch nicht unbedingt auf Konter. Können wir auch auf Augenhöhe agieren. Ich bleibe erstmal auf der Tribüne. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Nicht vom Tabellenplatz der Gegner blenden lassen. Die Spieler haben die Ansprache verstanden. Illertissen hat 2 der letzten 6 Spiele gewonnen. 1321 Zuschauer im Fühlin-Stadion. Angela Merkel tippt 2-3 auf uns. Ricker nimmt den Ball mit, spielt steil Richtung Eckfahne, doch den konnte keiner erreichen. Ja, die erste Saison unter meiner Regie ist ja meistens eigentlich ganz so gut. Die zweite ist dann das Problem. Wenn ich einen Verein übernehme, den irgendwer anders aufgestellt hat in der Sommerpause, dann klappt es meist. Ja, was heißt meist? Aber dann, wenn ich dann in die zweite Saison gehe, ist es schon oft. Das war beim Herrn Lemmkuk hier auch so. In Unterhaching hat es lange gehalten, aber Bäume habe ich da ja auch jetzt nicht so ausgerissen. Aber sicher diesen Verein mit Abstand am meisten geprägt. So, Taffertshofer schlägt den Ball gefühlvoll nach innen, präzise auf den Kopf von Hebisch, glanzt davon, ja. So, ich hoffe, eine ruhige Saison in Offenbach erleben zu können. So, ich sehe auf jeden Fall eine ruhige erste Halbzeit, in der nicht viel passiert. Gibt ein Lob für Jaja, der freut sich darüber. Spiel genauso weiter und immer cool bleiben.
Eigler stoppt den Ball 19 Meter vor dem Tor, leitet ihn in den Strafraum weiter. Kein Abseits. Parks versucht den Ball unter Kontrolle zu bekommen, wird von Kalinowski festgehalten im Strafraum. Sieht der Schiedsrichter das, passiert aber, er lässt sich theatralisch fallen. Der Ball geht ins Aus. Ja, das sehe ich natürlich nicht gerne. Milquist ist so egoistisch und verheddert sich. 66. Minute. Ich bringe mal Könitz für Mühling. Ja, um 3-10er. Wenn ich auf der Bank, wenn ich auf der Tribüne bin, kann man da durchaus hochkarätig wechseln. Hebisch. Bravo erläuft sich den Ball, zieht den Ball scharf in die Mitte. Kopfball Diaz an die Latte. Boah, das war ein Aufreger. Ich bringe mal Agir für Diallo wieder ins rechte Mittelfeld. Wird das hier ein Auswärtspunkt? Und vielleicht sogar mehr. Ich bringe Strieder für Eichler. Dreimal gewechselt. Den Namen immer noch lernen. Direkter Freistoß für Elatisten in der 88. Minute, 17 Meter Torentfernung. Maywald läuft an, aber sein Schuss ist kein Problem für Drujaca. Agir in der 88. Minute. Wir haben nochmal die Chance hier auf den Auswärtssieg. Milquist kommt mit der Fußspitze an den Ball. Genau auf den Keeper. Der packt sich ja zu und haut den Ball in die Sturmspitze ein. Hin und her. Jetzt hier Traumpass. Bravo. Viel Platz. Stürmt aufs Tor zu. Ja, kommt raus. Haut ihn voll im Strafraum einfach um. Der Schiedsrichter zeigt glatt rot. Aus anderem Grund wird er jetzt hier wieder rausgenommen. Und ja, wir müssen jetzt einen Feldspieler ins Tor stellen. Milquist bietet sich an und ja, gibt das hier nochmal einen Freistoß an. Ne, Elfmeter war es nicht, aber wir sind in Unterzahl. Aber Jastrzębski, schau, spielt den Ball in den Strafraum mit unserem Stürmer im Tor. Der andere Stürmer versucht jetzt vorne alleine. Passt auf den völlig freien Könitz. Was ist das hier für eine Schlussphase? Der schießt Richtung Eckfahne. Und eine turbulente Endphase führt dann dennoch zu einem 0:0, aber die 0 stand einmal mehr, diesmal allerdings auf beiden Seiten. Der Keeper sieht glatt rot, ich hoffe, dass er nicht zu lang ausfällt. Ja, er fällt aus verschiedenen Gründen aktuell aus. Der Schiedsrichter Brandt war der beste Mann auf dem Platz. Die Schlussphase war aber sehr unterhaltsam für den neutralen Zuschauer. Wir freuen uns über einen Auswärtspunkt, auch wenn es der Tabellenzweitletzte, der Tabellen-17. War als Gegner. Auswärts ein Punkt muss für uns gut sein, immer. Das ist ein weiterer Punkt auf der Habenseite. 18 Punkte gegen den Abstieg. Marc Bravo, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir fallen damit zurück in die zweite Tabellenhälfte. Brauchen für unseren Soll noch 2 Punkte in der Hinrunde. Hoffenheim spielt 1:1 gegen Sandhausen. Aachen gewinnt 1:0 gegen Eichstätt. Waldorf verliert 0:1 gegen Mainz. Bayern spielt 1:1 gegen Groß-Asbach. Karlsruhe gewinnt 2:0 gegen Bayreuth. Homburg verliert 1:3 gegen Ingolstadt. Augsburg spielt 0:0 gegen Unterhaching. 1860 gewinnt 2:1 gegen Jena. Illertissen spielt 0:0 gegen uns. 4 zweite Mannschaften in der Top 4. Das heißt, aktuell würde der 5. und der 6. aufsteigen. Jena und Unterhaching, 2 Ex-Clubs. Wir haben 6 Punkte Rückstand auf die. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen in der 11. des Tages. Hack und ja, trotz des Platzverweises. Der Mann hat für bleibende Eindrücke gesorgt. Dann sehen wir im nächsten Spiel, im nächsten Part, die Spieltage 15 bis 17. Zunächst treffen wir auf eine dieser zweiten Mannschaften und haben einen Termin beim Verbandsgericht. So, außerdem spielen wir gegen Homburg und gegen 1860 München. 2 Münchner Duelle gegen den 3. und gegen den 12. Außerdem spielen wir gegen den Tabellenletzten. Homburg, die noch ohne Sieg in dieser Saison bisher sind. In der Regionalliga Nord Münster und Paderborn auf 1 und 2. Westfalen lacht, verfolgt von Osnabrück und Uerdingen, mein Ex-Club, der mir manchmal noch ein bisschen Hähnchen schickt. So, auf den Abstiegsplätzen Dortmund 2, Meppen, Lotte und Essen. Der Ruhrpott lacht da nicht unbedingt. In der zweiten Liga auf den Abstiegsplätzen Viktoria Köln, Hoffenheim, Bremen und Regensburg. Auf den Aufstiegsplätzen Wiesbaden, Braunschweig und Kaiserslautern. In der ersten Liga auf den Abstiegsplätzen Gladbach, Burghausen und Schalke. Zwei internationale Vertreter aus der Euro- und Champions League, die kommen nicht klar. Und auch Burghausen als Absteiger nicht so wirklich. Düsseldorf ist Tabellenführer vor Bayern, dahinter Union, Köln, Leipzig und Wolfsburg. So, ich freue mich auf den nächsten Part. Dann werden wir die Hinrunde beenden. Hoffentlich in Ruhe. Ich sage in Ruhe. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.